So, herzlich willkommen zurück zu einer falschen Kameraeinstellung. Mindclone 5, Folge 33? Ja, genau. So. Wollen wir gar nicht lange schnacken hier, sondern mal direkt loslegen. Audiomäßig sollte alles passen, genau. Und let's go. So, mein Mikrofon mal hier ein bisschen, damit ihr mich auch besser hört. Ne? Meint das macht jetzt auch schon sowas hier? By the way, nimmt OBS natürlich mal wieder das Fenster nicht auf, was ja wieder völlig natürlich und klar und überhaupt und heilige Scheiße. Da. Sehr schön. Perfekt. Ja. Warum zur Hölle? Jetzt macht mein Test auch schon sowas hier. Ich gedicke. Wenn ich jetzt auf niemals drücke, ist es jetzt nur bei der Version die Meldung weg oder jetzt für immer weg? Weil ich wäre schon cool, wenn man das hier immer machen könnte. Man kann mal kurz gucken. Vielleicht kann man das bei den Einstellungen einstellen. Update. Last Update Check. Last Known. Kartenblock. Ah ne, kann man. Weil gut, ich könnte einfach das hier zurücksetzen. Also löschen. So. Jetzt sollte er eigentlich nicht mehr danach fragen können. Ja, perfekt. Sehr gut. Sehr schön, Alter. Ich hasse dieses automatische Update-Request. Kackgedingsgedöns. So, wir haben unser kleines Let's Play, Minecraft 5. Ja, und gehen wir direkt mal rein. So, Audio funktioniert auch, habe ich gerade gesehen. Man hat die Menümusik dudeln hören. Der Dudelsack. So, genau. Wir waren ja gerade dabei hier. Oder gerade fertig geworden, unser Portal hier zu bauen. Aha, okay. Wollt ihr auch schon direkt reingehen? Wir haben. Naja. Oh, diese Musik. Sehr viel Scheiße dabei. Wow. Das hier kann man weg, by the way. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, schon gleich viel besser. So, dann entladen wir uns erstmal hier. Ach nee, halt, das hier hat nur in einer separaten Kiste, wo auch immer die jetzt war. Genau hier. Warum fehlt hier was? So, danke. Schon besser. So. Haben wir sonst noch was drinne? Nö, kein Cobblestone, keine Erde und kein Gravel. Okay. So, der Rest kann hier alles rein. Eisen würde ich jetzt erstmal nicht mitnehmen. Das können wir da rein verschmeißen. Gold auch. Das war aber woanders, ne? Wo war denn die Kohle? Die Kohle. Wir hatten gar keine Kohle. Ach ja, ich wollte auch noch auf eine Kohlesuche gehen, weil wir keine Kohle mehr haben, ne? Also kaum noch. Ja, das sollten wir dann vielleicht auch mal machen. Nicht unbedingt jetzt. Jetzt gehen wir erstmal direkt in den Nether. Aber wenn wir aus dem Nether wieder raus sind, können wir uns mal ein bisschen auf die Suche nach Kohle machen. So, weißt du was? Ich nehme mal doch zwei Steaks mit als Nahrung. Davon haben wir so scheiße viel. Wasser im Nether bringt jetzt nicht so viel. Ah ne, halt. Flint war hier, genau. Ja, genau. So. Flinten Steel brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ich überlege gerade, wir haben Schwert. Was für Rüstung haben wir jetzt nicht wirklich. Naja, ein bisschen Schuhe, ein bisschen, aber es hat alles so. Wir haben halt nicht mal einen Helm. Gut, egal. Wir gehen einfach mal rein und gucken mal, wo wir überhaupt rauskommen.
Okay, keine Monster zu sehen. Uhuhu. Oh. Auf einmal so hell hier. Ja, auf einmal sieht man auch ein bisschen mehr. Gut. Ne, Wasser platzieren geht, glaube ich, nicht. Genau. Das verdampft direkt. So, da unten. Okay, also hast du schon zur letzten Mindclone 2 Version, die ich gespielt hatte, schon ein bisschen neue Biome. Also da die Blumen zum Beispiel, die gab es früher, soweit ich weiß, nicht. So, kommen wir hier weiter hoch. Nicht um uns zu verbrennen. Wobei doch, hier kommen wir. Was ist das? Schwarzstein. Ah, okay. Aha. Fertigungsbuch. So, hier gucken. Blackstone, damit kann man schwarzes Buntglas. Schwarzes Buntglas. Ja, ja, verstehe schon, verstehe schon. Jetzt gibt es hier nichts super Besonderes, was man damit machen kann. Okay. Was, wie, wo? Hab doch gerade das Feuer berührt. Genau, das hier tut nämlich nicht weh. Ja, okay, muss also Feuer gewesen sein. Kam ich da gerade ans Feuer ran. So, was bist du? Wirpelt. Zwirbelranken. Oh, hier ist eine Zwirbelranke ein bisschen in der Luft, aber hey. Okay, okay. Aber ich sehe zum Beispiel erstmal noch keine Monster, ne? Also. Scheint ein ruhiger. Oh, das ist Glowstone. Ein ruhiger Ort zu sein. Ja, Gold, aber ganz ehrlich. Gold haben wir schon und wissen eh noch nicht, was wir damit machen können. Immer erstaunlich, wie schnell man hier dieses rote Gestein hier abbauen kann. Ah, okay, man kann die also auch absichtlich in der Luft fliegen lassen. Okay, bei dem Gras bekommt man gar nichts. So, da haben wir ein bisschen was von dem Blackstone. Oh, war vielleicht gar nicht so klug. Vielleicht sollten wir uns doch mal ein Feuerzeug mitnehmen. Dann können wir die Dinger wieder anzünden, wenn wir die aus Versehen ausgemacht haben. Ohne Feuer zu gucken, ob es nicht doch zu dunkel wird. Oha. Ah, da oben ist Bedrock. Da ist die Oberkante, also die Oberfläche, die der höchste Punkt im Nether. Oh, und dann haben wir unser erstes Monster. Was, glaube ich, auch relativ stark ist, soweit ich weiß. So, ich traue mich natürlich jetzt nicht nach unten zu bauen. Ich höre von da irgendwie Monster. Gut, weißt du was? Wir gehen erstmal zurück und nehmen uns mal doch ein Feuerzeug mit. Da können wir nämlich auch ein bisschen mehr Licht machen da unten, ne? Denn es ist einfach alles in Brand. Oh. Apropos, ist es hier draußen auch schon weit im Dunkel. Was uns jetzt aber gerade nicht mehr interessiert, da wir jetzt sowieso eher in Richtung Nether gehen wollen. So. Da haben wir hier ein bisschen Verbundmaterialien. Schwarzstein, Basalt und Netherweg. Ach ja, genau. So hieß jetzt das komische Zeug. Seelenerde, Wirrwurzeln und Wirbelranken.
Haben wir jetzt schon irgendwelche neuen Rezepte bekommen, was man damit machen kann? Nee, ne? Blaues Betonpulver. Die haben Langeweile. Was ist denn das hier? Okay. Das klingt immer interessant. Oh. Oh, wow. Okay, okay, okay. Oh, oh, hier noch was Neues. Oh. Das hier kennen wir schon, ne? Aber hier so eine kleine, gut, jetzt nicht auf Deutsch. Naja, in sowas ähnliches wie ein Amboss halt, ne? Also darauf kann man halt Sachen schmieden. Schwerter fertigen und so ein Scheiß. Ja, können wir mal ein paar Sachen hier durchaus ein bisschen probieren. Diese Schafe gehen mir schon wieder voll aufs Ohr. Gut, aber wir bleiben erstmal ein bisschen im Nether. Voll zerkramen wir. Ein Glück gibt es im Nether keine Schafe. So, Licht. Überall schön hell machen hier. Aber jetzt sind schön, immer schön weit oben, dass es nichts ist, wo wir uns selbst aus Versehen verbrennen können. Also kommst du zum Beispiel weg. Du kommst da oben hin. Da. Ne, dann bist du gleich mal ein bisschen safer, ohne dass es dunkler wird. So. Schön, wie einfach man hier Licht machen kann, ne? Was? Warum auf einmal so laut? Oh. Hä, die Feuer geht noch wieder aus? Was? Hä? Ich dachte, die Feuer sind endlos. Was ist denn hier los? War Feuer nicht endlos im Nether? Die Scheißdinger gehen ja wieder aus. Ja, geht alles wieder aus. Fuck my life. Stimmt, es gab Feuer und es gab endlos Feuer. Aber wie konnte man denn endlos Feuer machen? Ich dachte, im Nether ist jedes Feuer automatisch endlos Feuer. Ja, alles wieder aus. Aber super, jetzt habe ich es da oben noch unsicherer gemacht. Jetzt ist alles dunkel. Weil ich die vorhandenen Feuer weggemacht habe. Weil die brennen auch auf ganz normalen Nether, ne? Also hier, Nether weg. Houston, we have a problem. Oh, da unten sind gleich zwei Viecher. Let's Beyblade. Okay, gut, da setze ich mir doch erstmal ein paar Fackeln hier hin. Weil das ist mir echt ein bisschen zu dunkel. Das Schöne ist, eine Fackel können wir selber wenigstens überhaupt nicht verbrennen. Das heißt, die kann ich eigentlich hinsetzen, wo ich möchte. Ich muss auch hier mal eine ordentliche Treppe hinbauen. Das ist ja hier Katastrophe. Ich höre die ganze Zeit direkt in der Nähe Schritte. So. Machen wir erstmal über Licht. Bam. Gut. Oh, der ist jetzt da oben. Seht ihr, sie da unten die Geräusche machen? Habe ich Kopfhörer falsch rum auf? Nö. Das klingt, als wenn die hinter mir wären. Wow. Hä? Was? Habe ich gerade einer von denen unten angegriffen oder stand ich gerade auf irgendwas drauf, was Schmerzen bereitet? Ach, da, ja, da ist einer. Oh, da ist noch einer. Oh, die können auch Feuer feuern. Oh, 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 oh. Ja, gleich für umso starke Gegner. Oh ja. Yay! Hä? Wie? Ich krieg kein Leben zurück? Bei dem Goldschwert habt ihr immer bisher Leben zurückbekommen, wenn ich einen Gegner besiegt habe. Ich bin verwirrt. Ich bin Aua.
Ich dachte, hinter dem Stein wäre ich sicher. Aber scheinbar war ich nicht genug hinter dem Stein. Und einer von den beiden hat mich trotzdem erwischt. Scheiß die Wand an. Und ist verbrannt. Ach du Scheiße. Klar, direkt am Tor ist natürlich einer. Ich meine, kennt man ja, ne? Die spawnen halt überall. Gut, das heißt, ja, hier war ich und ich dachte, ich bin hier sicher, aber der da hat mich einfach trotzdem getroffen. Gut, das heißt, dann lassen wir den Nether doch erstmal außen vor. Hier gibt es jetzt erstmal nichts, was das Abbauen lohnt. Ich habe von allen ein bisschen bekommen. Das sollte erstmal... What? Wait. Welcher Hurensohn kann denn bitte schön Obsidian zerstören? Momentchen mal, Obsidian. Ist Obsidian brennbar? Im Nether? Dann brennt dort ja jedes Nether-Portal früher oder später ab. Hä? What the fuck? What the fuck? Ja, das war natürlich. Ja, gut, Nether Bricks bringt mir jetzt voll weiter hier. Dann müsste ja jetzt rein theoretisch unser Netherportal unten aus sein, ne? Das heißt, wenn ich das wieder entzünde, müsste ich irgendwo in der Nähe wieder spawnen. Wow. Hoffentlich funktioniert das jetzt lange genug, dass wir wieder reinkommen. Ne, ist immer noch an. Ich dachte es jetzt aus, weil das andere Netherportal deaktiviert ist. Aha. Hat also doch ein neues gespawnt. Okay. Gut, dann ganz schnell zurück. Mit unserem Stuff diesmal. Ja, es brennt einfach direkt. Okay, das heißt, das Nether-Ding können wir direkt erstmal Nether sein lassen. Das funktioniert Nether. Sorry. Ja, hier draußen ist es natürlich direkt wieder hell. Okay. Ja, das war ein kurzer Ausflug. Sehr lehrreich, wie ich finde. Warum zum Fick ist Obsidian jetzt bitte schön brennbar? Also das ist ein fucking Gestein. Gestein, was aus fucking Lava entstanden ist. Wie kann das zur Hölle brennbar sein? Klar, wie zur Hölle kann das brennbar sein? Naja, es ist die Hölle. Wahrscheinlich deswegen. Verstehe ich. Ich verstehe den Sinn dahinter. Ja, doch, er erschließt sich mir langsam. Ja gut, dann, ja. Oh, diese scheiß laute Musik. Die, oh. Kann man die nicht... Ich habe schon geguckt, ob man die deaktivieren kann, ne? Warte mal kurz. Inhaltsspiele. Mindcloud 5. Ton. Ja genau, da gibt es nur diesen Flammsound. Aber sonst gibt es halt nichts. Anti-Cheat, Anti-Spam? Achso, das Ding. Ja, okay. Ja, das ist natürlich interessant. Gut. Das ist natürlich. Okay. Dann wird das mit dem Nether, wie gesagt, erstmal nix. Weil das heißt, wir müssen nämlich Nether mitnehmen. Weil wir können kein Nether erzeugen, weil wir ja in. Also wir.
Im Nether gibt es zwar Lava, aber wir können halt kein Wasser platzieren und daraus Obsidian zu machen. Das heißt, wir haben dort keine Möglichkeit, Obsidian zu erzeugen. Sprich also, wir müssen, wenn wir dort wieder ein Netherportal bauen wollen, Obsidian selber mitnehmen. Und dazu sind wir erstmal nicht in der Lage, weil Obsidian hier abzubauen dauert halt ewig. Von daher, was soll's. Ist halt so. So. Dann würde ich mal sagen, die ganzen Scheiße schmeißen wir erstmal hier rein. Ich würde das Ganze sogar erstmal relativ extra legen. So ungefähr. Hatten wir hier nicht noch. Weil das waren noch vier Sachen. War Schwarzstein, Basalt und war doch noch dieser Nether Dirt. Nether. Dings. Habe ich das schon woanders ab? Ah. Meine Maus war schon wieder zu hoch eingestellt. Ja, weiß ich. Oder habe ich das jetzt unten gar nicht eingesammelt? Man weiß es nicht. Na gut. Okay. Ja, auf jeden Fall, das war eine lehrreiche Lehrstunde. Wir gehen da so schnell erstmal nicht wieder hin. Ja, denke ich mal. So, das heißt, Zwiebel. Ich wüsste gerne, ob ich mit einem von den meinen Sachen hier was machen kann. Erkletterbar. Ich meine, hier draußen kann ich sie wahrscheinlich nicht anbauen. Aber es gibt ja manche Sachen, die kann man im Dunkeln anbauen. Wenn man also jetzt irgendwie im Keller irgendwie einen unbeleuchteten Fleck hat, dass man da so dunkle Sachen anbauen kann, zum Beispiel Pilze. Die mögen, glaube ich, kein Licht. Ne? Ja. Gut. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen erstmal hier mit unserem Keller weiter. Das ist ja das, was aktuell hier so am wichtigsten ist. Und damit wir überhaupt mal beim Keller weitermachen können, begeben wir uns jetzt endlich mal tatsächlich ein bisschen auf Kohlesuche. Das heißt, wir brauchen mal noch eine Axt, einfach um sicher zu sein. Achso, ich habe bereits Stöcker. Das ist ja sehr lieblich. So. Einfach um sicher zu sein, dass wir, weil die eine Axt damit Kohle abbauen, die wird nicht sehr lange reichen. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Sachen dabei, damit wir uns noch Werkzeuge bauen können. Einzige, was noch fehlt, ist ein Crafting Table. Haben wir da noch einen rumfliegen? Ja, wir haben sogar noch zwei rumfliegen. Das ist aber sehr praktisch. So. Ja, ja. Warum haben wir. Ach ja! Wir müssen die Sachen auch wieder platzieren hier. So. Schon besser. Danke, danke. Okay, let's go. Wow. So, hier bei uns natürlich nicht, ne? Oh, schaut euch die Felder an, so schön. Wasser klingt immer noch sehr komisch. Nach 30 Milliarden Versionen von Mindtest haben wir es nicht geschafft, das zu fixen. Sehr interessant. So, wir gehen mal da hinten hin. Da habt ihr die Berg. Diese dynamischen Schatten sind schon sehr geil. Cool. Und gucken mal, ich sehe da erstmal keine Kohle, außer da hinten so drei verteilt, aber so einen richtigen Kohlefluss finde ich erstmal nicht. Sehr schade. Ah, guck mal, da sind drei an einem Fleck. Three in a row. Dann fangen wir doch einfach mal direkt dort an. Da oben ist direkt die nächste Stelle. Wie kommen wir da hoch? Weißt du was? Dankeschön. Dankeschön. Das war's. Wow. Bin dezent enttäuscht. Da oben werden wir halt niemals hinkommen, ohne 30 Mal zu sterben.
Und darauf klettern, um dann runter zu fahren, also darauf klettern, um mich dann dahin fallen zu lassen. Geht das? Wir können versuchen, da hoch zu klettern. Aber selbst das sieht mir ein bisschen sehr steil aus. Wir versuchen es mal. Lalalala. Oh, guck mal, das ist nochmal Kohle. Kohle. Yay. Mein Mikrofon versperrt mir die Sicht auf meinen auf meinen Hut. Auf meinen Hut. This is where I came from. Oh, ja, hier ist es auch schon ein bisschen besser. Jawohl, ja, geht doch. Genau sowas habe ich gesucht. Sehr schön. Okay, selbst hier in dem Ding gibt es Schatten. Sah gerade ein bisschen komisch aus. Da, sieht man hier, da. So ein bisschen Lichtschatten und so. Obwohl ja hier, da auch. Sehr interessant. So, mehr Kohle ist hier erstmal nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Können wir von hier nach der. Nee, können wir nicht. So, wir wollten da hoch. Wow. Ja, bei den Tieren sieht der Schatten auch sehr interessant aus. Wow. So, habe ich mal erlöst. Eigentlich wollte ich ihn gar nicht schlagen, aber irgendwie kam ich ungünstig auf meine linke Maustaste. Hier kommen wir nicht runter. Na gut. Kommen wir da hoch? Das ist ja die eigentliche Frage. Nee. Nee. Ich sehe hier keinen Anfang. Na, wir könnten versuchen, uns hier. Wow, klappt ja gut. Hier so. Klappt ja gut. Hier so hoch zu gehen. Aber da müssten wir erstmal den da wegnehmen. Und jetzt müssen wir hier weitergehen. Müssen wir da hinten raufkommen. Aber, pff, boah. Nee, du. Die Stelle hier scheint mir nicht geeignet. Da hinten sieht es schon besser aus. Da. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es auch vielversprechend aus, aber keine brauchbare Position da. Hier sieht es schon besser. Nee, doch nicht. Nee, komm, wir gehen da hin. Was machst du denn hier, my friend? Nimm in die Wolke. Da wird's doch nicht mehr eine Wolke. Lol. Ach ja, siehst du, ich wollte ja, by the way, wollte ich ja mal, machen wir ein bisschen in der nächsten Folge, die Wolken ein bisschen optimieren. Ja, wie gesagt, gucken wir mal in der nächsten Folge, ob man da, wie viel man da einstellen kann bei den Wolken, weil ich finde die halt ultra tief. Das ist halt, ne, das ist unter meinem Niveau. Ja, bis dann.